Hallihallo. Ich sitze gerade mit der lieben Jule, die filmt, im Zug nach Leipzig zur Buchmesse. Wir haben 9.13 Uhr. Bedeutet, dass ich an normalen studentischen Tagen um diese Zeit noch lang im Bett liegen würde. Heute geht's aber los. Buch, Vorstellungen, Lesungen, keine Ahnung. Ich bin ein wenig aufgeregt, deswegen rede ich auch viel dummes Zeug. Aber ich bin gespannt, wie es da wird und wie es läuft, seht ihr später. So, wir nähern uns der Leipziger Buchmesse. Wir haben 10.15 Uhr. Neben mir läuft Jule. Und hier laufen schon viele Menschen rum, teilweise auch kostümiert, komische, wahrscheinlich irgendwelche Manga-Fans. Ich bin ja mal gespannt, wie es gleich da drinnen aussieht. So, jetzt geht es auf die Buchmesse, beziehungsweise waren eben schon da und haben uns ja schon mal angeguckt. Es ist ziemlich voll hier, um ehrlich zu sein. Überall Menschen. Meine Lesung ist jetzt in 30 Minuten und wie sollte es anders sein? Ich bin ein wenig aufgeregt mittlerweile. Deswegen werde ich jetzt mal langsam aber sicher zu meinem Stand gehen und da mich drauf vorbereiten, dass ich gleich lesen werde. Hier sehen wir nochmal den Verlag und da sitzt die gute Jule. Jule, was erwartest du jetzt von mir, von meiner Lesung? Erwarte ich, dass möglichst viele Leute kommen. Ja. Da möchte ich auf Null, aber du hast ja schöne Fleisch-Postkarten verteilt. Also ich schlage davon aus, dass die ganzen netten Mädchen da laufen stehen. Auch hier gleich stehen werden und zuhören. Und da hoffe ich natürlich auch, dass ich das gut finde. Das hoffe ich tatsächlich auch, dass ich das gut finde.